wird Isabella Marcel jetzt einfach küssen. Und ich bin so gespannt, ob er sie abblockt. Oh mein Gott! Und wie sie einfach ihr erstes Mal haben mit einem der mächtigsten und stärksten Magier, die es halt gerade gibt. Laszlo, bist du auch aufgeregt? Oh mein Gott, Katzen! Puste mit dir! Wir hatten ja noch einiges, um das wir uns kümmern müssen für die Ravenclaw-Generation. Wir mussten zum Beispiel bei Logik Level 10 erreichen. Mittlerweile sind wir fast bei 9. Also das haben wir bald. Und die Schreibenfähigkeit habe ich auch fast vollendet, Leute. Ich pack's gar nicht. Ich war da so viel dran. Und Isabella hat in der Zwischenzeit auch schon einige Bücher geschrieben. Die werden wir jetzt auch direkt selber veröffentlichen. Wobei, sollen wir es an einen Verlag schicken? Ich werde das Drehbuch mal an den Verlag schicken. Und alles, was normal ist, werden wir selbst veröffentlichen. Es ist draußen in der Welt. Isabella erhält bescheidene Tantiemen. Ganz toll. Aber hier. Isabella hat ein eigenes Buch veröffentlicht. Sie hätte mehr verdient, wenn sie die Rechte an einen Verlag verkauft hätte. Aber hey, Kleinvieh macht auch Mist. Ja gut. Das gleiche haben wir hier. Hier haben wir bescheidene Tantiemen und hier auch. Ja gut. Aber man fängt halt immer irgendwo klein an. Um was ich mich übrigens auch noch gekümmert habe, ist ihr Bestreben. Und Leute, wir haben es jetzt endlich erfüllt. Ich sag's euch, Leute, ich war fleißig. Wir können jetzt alle Zauber der schelmischen und der ungezähmten Magie, wir können alle Zaubertränke und uns fehlt nur noch ein Zauberspruch und dafür müssen wir mit einem Obersten reden. Das zeige ich euch nachher für alle, die das Reich der Magie-Pack haben und die das eben wissen wollen. Und auch bei Ellie ging es ordentlich weiter. Wir haben nämlich fast ihr Highschool-Diplom geschafft. Da unten sehen wir es, es füllt sich immer mehr und es fehlt wirklich noch ein kleines bisschen, bis sie endlich Lehrerin in Hogwarts wird. Das ist ja ihr großer Traum. Momentan ist sie noch in der Politikkarriere. Das macht ihr gar keinen Spaß. Oh mein Gott. Und hier treffen wir die beiden Jungs. Oh, oh, oh. Weil da ist jetzt natürlich das nächste Drama am Start. Zwischen Josef und Isabella ist alles gut. Keine Sorge, die verstehen sich weiterhin, unternehmen weiterhin ganz viele Sachen gemeinsam. Aber zwischen Isabella und Lee, ah, oh mein Gott, seht ihr das? Der Liebesbalken ist ganz weit unten. Isabella hatte einfach keine Nerven und keine Zeit mehr für Lee. Aber Lee hat es immer und immer wieder versucht. Also er ist jeden Tag vor Isabellas Tür gestanden und hat probiert, irgendwas mit ihr zu machen, einfach was mit ihr zu unternehmen. Er hat auch was mit der Ellie unternommen. Einfach nur, damit er in der Nähe von der Isabella sein kann, weil die ihn so unfassbar ignoriert. Hier haben wir auch. Danke, dass ich mich durch die Tür quetschen durfte. Wenn du es nicht tust, muss ich mich wohl selbst einladen. Aber ich bin froh, dass du zu Hause bist. Sollen wir ein bisschen abhängen? Selbst wenn du keine Lust hast, bleibe ich ein Weilchen hier. Danke, dass ich bleiben darf. Ja, oh mein Gott, Leute, da sieht man, wie unfassbar sauer er auch langsam schon ist. Oder auch hier. Hallo Nachbar, ich langweile mich. Hast du Lust, ein bisschen abzuhängen? Wir könnten ein bisschen quatschen oder irgendwas machen, wozu du Lust hast. Er hat es wirklich probiert. Er hat es immer und immer und immer wieder probiert. So sehr, dass es langsam sogar echt ein bisschen unangenehm geworden ist. Hier zum Beispiel, hey, hast du Bock auf Training? Ich mach dich platt, ey. Da wusste er schon gar nicht mehr, wie er mit Isabella redet. Es ist so unangenehm. Aber Isabella ist einfach so mit ihrer Arbeit beschäftigt. War auch so beschäftigt mit dem Bücherschreiben und auch mit Marcel. Mit dem ist sie nämlich wirklich so viel unterwegs gewesen. Die haben gemeinsam auch Bücher geschrieben. Also an Büchern geschrieben, haben gemeinsam gelernt. Und ihr seht es eh, die sind mittlerweile richtig, richtig, richtig gute Freunde. Und Isabella hat auch noch einen neuen Freund. Und zwar einen von den Obersten. Hier, den Haruto. Das ist einer von den mächtigsten Zauberer in der Zauberwelt. Mit ihm hat sie die ganzen Zaubertränke gelernt und die schelmische Magie. Das ist so sein Hauptgebiet. Und hier seht ihr auch, ich habe auch die Wohnung umgebaut. Ellie hat jetzt endlich auch ein groß genuges Zimmer, dass sie ein großes Bett hat. Beide haben einen PC. Wir haben momentan auch relativ viel Geld, weil Isabella so extrem erfolgreich in ihrem Beruf ist. Da hat sie natürlich auch eine super Motivation und zwar den Marcel. Und ich warte jetzt eigentlich nur noch drauf, dass Ellie hier ihren Abschluss fertig macht und danach gehen wir auf eine Lesung vom Marcel. Wir könnten Josef ja in der Zwischenzeit mal unseren Wohnungsschlüssel geben. Ah, die Süßis, die beiden. Gleich eine doppelte Umarmung. Gönnt euch. Oh, und Lee läuft einfach an Isabella vorbei, ohne wirklich mit ihr zu reden. Ja, Isabella, da bist du jetzt aber echt ordentlich selber schuld. Ah, es ist ja natürlich auch nicht ganz so nett, dass sie ihn die ganze Zeit ignoriert. Und oh mein Gott, gratuliere.
Ehre, Ellie. Sie hat endlich ihr Diplom erhalten. Herzlichen Glückwunsch. Ellie. Ich bin so unfassbar stolz auf dich. Und sie kann jetzt auch direkt ihren Job kündigen. Und dann wird sie endlich Lehrerin an Hogwarts. In Hogwarts. Ihr ganz großer Traum geht endlich in Erfüllung. Bildungswesen, let's go, Ellie. Oh mein Gott, ja, dafür werden wir auf jeden Fall den anderen Job kündigen. Das hat sie ja nur zur Überbrückung gemacht. Dann sollen sich die beiden Mädels jetzt noch frisch machen und irgendwas Schickes anziehen und dann geht es auf die Lesung vom Marcel. Ich habe dafür jetzt auch Ellie mitgenommen. Die will da natürlich auch dabei sein, unterstützt Isabella jetzt auch hier bei dieser Vorlesung. Die wird hier oben stattfinden und Isabella wird hier hinten dann am Büchertisch stehen und seine Bücher verkaufen. Und Ellie werden wir einfach mal vorschicken. Die kann sich ja schon mal einen Platz suchen, weil Isabella ist natürlich super aufgeregt, dass Marcel jetzt hier ist. Wir können ja mal über ein neuestes Buch reden. Natürlich reden wir über sein neuestes Buch und wie aufgeregt Isabella jetzt ist, dass sie hier dabei sein darf und ihn dabei unterstützt. Darf, aber natürlich ist sie auch super verknallt in ihn. Vielleicht solltet ihr beiden auch nicht im Regen rumstehen und ich hätte sehr gerne, dass die Leute sich dann oben hinsetzen. Ich habe da nämlich jetzt extra total viele Stühle platziert, aber ich weiß natürlich, ich müsste da jetzt eine große Runde herbestellen. Ich bräuchte dafür jetzt aber ganz viele fremde Sims. Ich möchte nämlich nicht, dass jemand dabei ist hier bei dieser Vorlesung, den wir nicht kennen, außer Ellie natürlich. Wir sind jetzt auch ganz weit von zu Hause weggereist. Wir sind in Oasis Springs, also wir haben hier locker 1-2 Stunden gebraucht, bis wir hier waren. Deswegen ist auch die Frau von Marcel nicht dabei. Die beiden haben ja auch einige Kinder und um die muss sich halt irgendjemand kümmern. Isabella wünscht Marcel jetzt natürlich nochmal ganz, ganz, ganz viel Glück und dann wird sie ihn nochmal ganz fest in den Arm nehmen. Wir knuddeln ihn und er meint das natürlich freundschaftlich eher, aber für Isabella ist das Ganze schon ein bisschen mehr. Die bildet sich halt auch ein, dass der Marcel richtig auf sie steht. Und Marcel glaubt, das ist jetzt eine freundschaftliche Umarmung, aber die geht vielleicht ein bisschen länger als nur so eine kurze freundschaftliche Umarmung halt geht. Ja, ein bisschen unangenehm. Aber wir schicken den Marcel jetzt mal nach oben. Er soll diskutieren üben und die Isabella stellen wir hier nach hinten. Sie hat ihm jetzt eben alles Gute gewünscht. Ganz viel Glück hier bei der Vorlesung. Und ich hoffe, wenn er anfängt, hier oben zu reden, dass dann mehr Leute dazukommen. Wahrscheinlich nicht, weil das Grundstück ist gerade auch ordentlich leer. Dann müssen wir es uns jetzt halt irgendwie vorstellen, dass hier ganz viele Leute sitzen und nicht nur Ellie. Und er liest natürlich gerade aus seinem neuesten Buch vor, wird danach auch Autogramme geben und Isabella steht da hinten und sieht ihn offensichtlich nicht an. So, jetzt aber, die steht da hinten und ist natürlich über beide Ohren in ihn verknallt, bekommt das Grinsen gar nicht mehr aus ihrem Gesicht raus. Er ist halt total erfolgreich mit ihren Büchern, das hat sie noch nicht geschafft. Sie hat zwar richtig tolle Bücher geschrieben, aber erfolgreich ist sie damit halt noch nicht. Das ist ja ganz oft so. Und deswegen ist Marcel natürlich ein riesengroßes Vorbild für Isabella. Hallo, könnte hier vielleicht sich noch irgendjemand dazu gesellen? Nee, eher nicht. Okay, dann halt nicht. Ich hätte theoretisch auch einen neuen Club mit Isabella gegründet. Einen Lern- und Leseclub, das steht auch in den Regeln von der Ravenclaw-Generation. Und da sind Luna, Ellie und Ginny dabei. Ich könnte eine Versammlung starten und dann alle Mädels hier hinbringen. Dann sollen sie sich bitte alle zusammen hier hinsetzen. Wir setzen jetzt einfach auch mal Isabella dahin, damit das Publikum ein bisschen voller ist. Aber ich weiß, Leute, wir alle haben so eine gute Fantasie. Wir können uns sehr gut vorstellen, dass es hier jetzt ziemlich voll ist. Und die Leute sind auch absolut begeistert von Marcel. Die toben richtig. Ja, bye. Offensichtlich toben sie enorm. Ciao, Luna. Und Ginny ist nie wirklich aufgetaucht. Naja. Und das war's jetzt auch mit der Lesung. Ich würde sagen, dass Ellie sich jetzt von Isabella verabschiedet und ihr sagt, hey, danke, dass ich hier dabei sein durfte. Das hat echt super viel Spaß gemacht. Ellie liebt Bücher und Lesen ja auch über alles und findet das richtig cool, dass sie da jetzt dabei sein durfte. Und jetzt wird Ellie wieder nach Hause gehen. Die wird sich heute nämlich auch noch mit jemandem treffen. Die Signierstunde ist wahrscheinlich auch schon vorbei. Isabella hat ganz viele Bücher verkauft. Und dann soll sie einfach vor lauter Emotionen nochmal zu Marcel rüberrennen. Und dann wird sie ihm einfach in die Arme springen und ihn ganz fest knuddeln. Und natürlich auch zu dem Abend gratulieren. Und er bedankt sich auch noch bei Isabella und sagt ihr, hey, ohne dich wäre das so gar nicht möglich gewesen. Also vielen Dank, dass du mich jetzt hierbei unterstützt hast. Wollen wir vielleicht noch was trinken gehen? Und das werden wir jetzt auch machen. Und oh mein Gott, es schneit. Hatten wir nicht gerade noch Sommer? Oh mein Gott, was ist hier los? Zum Glück passiert das in echt nicht so schnell. Okay, hat diese Welt eine Bar? Ja, perfekt. Dann soll Marcel jetzt
bitte mal für alle was bestellen? Und dann werden die hier gemeinsam anstoßen und das Ganze feiern. Natürlich sind auch ganz viele Fans hier mitgekommen. Wir können ja sagen, dass zum Beispiel er ein großer Fan ist von Marcel. Aber Marcel hat tatsächlich gerade nur noch Augen für Isabella. Ich bin gespannt, wie viele Sachen der jetzt hier mixt, wie viele Leute hier jetzt mittrinken dürfen. Okay, nur Isabella und Marcel, ganz toll. Ich dachte mir nämlich, dass er jetzt einfach so euphorisch ist und so happy, dass das alles gut gegangen ist, dass er jetzt einfach eine Runde für das ganze Lokal ausgibt. Und Isabella ist so unfassbar glücklich. Bei ihr läuft alles gerade so unglaublich gut und sie ist auch so verknallt in Marcel. Und sie quatscht sogar mit den anderen Gästen hier, die ziemlich nackt sind. Ja, ganz toll, danke Spiel. Aber das wird den beiden dann vielleicht ein bisschen zu viel. Und dann suchen sie sich einen Platz zu zweit, wo sie ungestört sind, wo sie eher miteinander quatschen können. Und Isabella überschüttet ihn auch mit Komplimenten. Ich weiß nicht, warum ihr dafür jetzt wieder aufstehen müsst. Aber gut, wenn ihr schon steht, könntet ihr ja gemeinsam auch noch tanzen. Oh oh, aber Marcel geht es nicht ganz so gut. Der hat, glaube ich, irgendwas getrunken, was ihm nicht ganz so gut tut. Aber Isabella wird ihn jetzt trotzdem dazu überreden, dass die beiden jetzt miteinander tanzen. Oh mein Gott, das ist halt schon echt viel zu süß. Aber von Marcel aus ist das alles eher freundschaftlich. Aber für Isabella ist das natürlich so viel mehr. Aber ich denke, weil Marcel geht echt davon aus, dass das Ganze auf so einer freundschaftlichen Basis passiert. Aber von dieser ganzen Euphorie und dem Glück, was Isabella jetzt in sich spürt und auch, weil sie sich jetzt ein bisschen näher gekommen sind, wird Isabella Marcel jetzt einfach küssen. Und ich bin so gespannt, ob er sie abblockt. Oh mein Gott! Okay, er blockt sie nicht direkt ab, aber er ist sichtlich schockiert. Marcel, ich habe gesagt, du bist sichtlich schockiert. Weil er fühlt sich sicher sehr geschmeichelt, das sagt er ihr jetzt auch. Aber dann ist er so, Isabella, ich bin verheiratet. Ich bin verheiratet und ich habe viele Kinder. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie viele. Er wird natürlich sagen, ich habe 3 Kinder oder so, aber ich glaube, er hat 4. Das können wir einfach nicht machen. Und dann bekommt er auch noch eine Nachricht von seiner Frau, genau in dem Moment. Und er ist so, Isabella, ich glaube, du hast da was komplett falsch verstanden. Es tut mir wirklich leid, aber zwischen uns, das wird einfach nichts. Und das trifft Isabella natürlich hart und sie sagt einfach gar nichts dazu, sondern rennt einfach ganz, ganz, ganz schnell weg. Marcel will ihr natürlich nachrennen, weil er hat sie unfassbar lieb. Aber damit hat er jetzt natürlich nicht gerechnet und er lässt sie jetzt auch einfach gehen. Isabella ist jetzt wieder zu Hause. Sie hat den ganzen weiten Weg auf sich genommen, weil ihr das alles so unangenehm war. Sie wollte jetzt einfach nur noch nach Hause gehen und wir haben jetzt auch schon ziemlich früh am Morgen. Und wir wissen alle, wer so früh am Morgen meistens wach ist. Und zwar ist das der Lee. Und der Lee ist heute auch nicht alleine. Er treibt ja immer am liebsten Sport direkt am Morgen. Und während seiner Joggingrunde irgendwann hat er dann diese Frau hier kennengelernt. Sie heißt Gina Rose Schwarz und ist von Unguent 11. Vielen lieben Dank für den Sim. Sie wohnt nicht so weit von uns weg. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist ihr Haus. Aber ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Auf jeden Fall haben die beiden sich beim Sport kennengelernt. Und da war der Lee natürlich auch hin und weg. Er hat es so oft bei Isabella versucht. Sie hat ihn aber immer wieder abgeblockt. Und deswegen hat er sich auf Gina eingelassen. Und die beiden trainieren jetzt halt auch am Morgen immer gemeinsam. Und Isabella wird jetzt sehen, wie Lee Gina küsst. Die beiden sind so mit sich beschäftigt, dass sie Isabella gar nicht sehen. Und Isabella würde da zwar am liebsten dazwischen gehen, aber sie weiß auch, sie hat Lee nicht so gut behandelt. Und deswegen wird sie einfach reinrennen und die Tür hinter sich zuschlagen. Aber auch hier warten gleich 2 Turteltäubchen auf sie. Hier haben wir jetzt nämlich Ellie und Draco, die sich immer noch heimlich die ganze Zeit treffen und wirklich nicht die Finger voneinander lassen können. Also die sind auch die ganze Zeit am Rumschmusen. Und Isabella hat Ellie eine Nachricht geschrieben mit, hey, ich komme heute Nacht nicht mehr nach Hause. Sie ist nämlich davon ausgegangen, dass sie mit Marcel nach Hause gehen wird. Aber das ist natürlich nicht passiert und deswegen hat Ellie Draco eingeladen. Die beiden dachten, sie haben sturmfrei. Haben natürlich beide auch noch keine Sekunde geschlafen, weil sie die Zeit zu zweit natürlich ausnutzen wollten. Oh, und weil Ellie heute offensichtlich ihren ersten Arbeitstag hat. Okay, Ellie, ich würde sagen, du gehst zur Arbeit. Oh, oh, oh. Aber die beiden werden jetzt natürlich auch hören, wie Isabella so die Tür hinter sich zuschlägt. Das haben die beiden wahrscheinlich jetzt auch mitbekommen. Und Isabella ist einfach so schockiert von dieser Szene hier gerade, von der Szene da draußen und das, was ihr passiert ist, dass sie gar keinen Bock hat, mit irgendjemandem zu reden, sondern sie wird jetzt einfach direkt ins Reich der Magie reisen. Ellie will natürlich mit ihr reden, aber sie ist einfach nur so, Ellie, nein, jetzt nicht. Lass mich einfach in Ruhe. Und
Und dann zaubert sie sich selber ins Reich der Magie. Oh, und hier ist direkt auch der Oberste, den wir brauchen. Uns fehlt nämlich noch ein Zauberspruch. Und wir wissen ja, Isabella lenkt sich am besten ab, indem sie was liest oder was Neues lernt. Und genau das wird sie jetzt auch machen. Sie ist wahrscheinlich viel zu aufgewühlt, um jetzt zu schlafen. Und deswegen wird sie jetzt einfach zu diesem Obersten gehen und ihn eben drum bitten, den ultimativen funktionalen Zauber beizubringen. Auf das muss man drücken und dann bekommt man eben diesen letzten Zauberspruch beigebracht. Oh mein Gott! Und damit, Leute, haben wir tatsächlich alle Zauber gelernt, die es gibt. Isabella kann also alle Zauber und alle Zaubertränke. Yay, wir haben es geschafft von der Ravenclaw-Generation. Mega. Übrigens muss Isabella heute auch zum Glück nicht arbeiten, weil das würde sie überhaupt nicht ertragen, wenn sie jetzt auf Marcel treffen würde. Und ich würde sagen, wir werden einfach mal ein Buch lesen und hier haben wir den Obersten, mit dem sie so richtig, richtig gut befreundet ist mittlerweile. Übrigens heißt er Haruto und er wird wahrscheinlich ziemlich schnell merken, dass es Isabella überhaupt nicht gut geht. Natürlich wird sie von den anderen Magiern hier begrüßt. Sie war jetzt auch sehr oft schon hier. Die Leute kennen sie einfach. Sie ist eigentlich fast immer hier in ihrer Freizeit am Lernen und deswegen hatte sie auch keine Zeit für den Lee. Also entweder sie ist hier am Lernen gewesen mit dem Haruto oder sie war am Bücherschreiben mit Marcel. Ja, und sie ist jetzt hier reinspaziert, hat sich einfach irgendein Buch geschnappt, kann sich eh kaum konzentrieren und hat Haruto komplett ignoriert. Der hat sie natürlich begrüßt, aber Isabella ist einfach weitergelaufen und deswegen werden wir ihn jetzt mal rüberschicken. Der merkt natürlich sofort, dass es Isabella nicht gut geht und versucht sie dann irgendwie aufzumuntern. Versucht auch irgendwie rauszufinden, was los ist. Er versucht ja auch den Tag zu verschönern. Oh, Isabella, es tut mir so leid. Und dann fängt Isabella einfach an, bitterlich zu weinen und Haruto ist natürlich sofort für sie da, nimmt sie ganz fest in den Arm und ist einfach so, hey, Isabella, komm, wir gehen jetzt einfach woanders hin. Ich weiß, wie ich dich aufmuntern kann. Und nicht, dass das hier noch die ganzen anderen Magier hier mitbekommen. Das wäre Isabella nämlich ordentlich peinlich. Und wir haben gerade Tantiemen bekommen für unsere Bücher. Das hat jetzt der Haruto bekommen. Aber ich weiß, dass er vorher 20.000 Simoleons hatte. Ich schreibe mir das auf. Dann werde ich nämlich 754 Simoleons. Oh mein Gott, wie viel ist das bitte? Ellie und Isabella in ihre Geldbörse schieben. Und wir sind jetzt hier beim Zuhause von Haruto. So, und er macht ja Isabella jetzt mal ein Feuerchen an. Wir haben ja Herbst, also er macht es ihr jetzt so richtig gemütlich hier bei sich zu Hause und wird ihr dann auch was Schönes kochen. Während Isabella auf seinem Sofa sitzt und weint. Oh no, sie hat wirklich ein hardcore gebrochenes Herz. Es tut mir so leid, Isabella. Ich verspreche dir, irgendwann findest du deine große Liebe. Vielleicht ist sie auch gar nicht so weit weg, wie du gerade denkst. Wir werden jetzt mal einen Brunch servieren. Er kann nämlich richtig gut kochen. Wir machen einfach mal arme Ritter, weil wir das doppelt haben. Er sagt eben, machst dir gemütlich, Isabella. Oh, und ihr geht's auch direkt schon besser. Gemütliches Feuer, geteilte Freude, saubere Luft. Oh, der Isabella gefällt es offensichtlich sehr gut hier in der Natur und sie kommt gleich auf andere Gedanken nach Musterstücken. Ja, hey, warum nicht? Isabella kann ja ein bisschen kreativ werden. Während Haruto am Kochen ist, aber natürlich unterhalten sich die beiden währenddessen trotzdem ein bisschen miteinander. Also sie rufen sich so Sachen zu. Aber Isabella fühlt sich hier in dem Haus und bei ihm offensichtlich sehr, sehr wohl. Und wie schön das Licht hier auch rein. Und wie schön dieses Haus auch ist. Ich kann nicht mehr. Ich lieb's. So, er ist fertig mit dem Essen und dann werden wir Isabella zum Essen rufen. Sie wird ihre Sticksachen liegen lassen und dann werden sie gemeinsam was frühstücken. Und er wird sie jetzt auch nicht dazu drängen, ihm zu erzählen, was bei ihr passiert ist. Er merkt nämlich, ihr geht das jetzt schon viel, viel besser. Und die beiden haben jetzt auch ein vertrautes Gefühl. Wenn sich Isabella in der Nähe eines Sims befindet, mit dem sie eine gute Zeit verbracht hat, können diese Gefühle wieder auflodern. Oh, und sie ist sogar so nett und macht sein Abwasch. Wie schön ist das bitte? Die beiden können ja dann auch mal gemeinsam hier rauskommen. Oh, in dieser Herbstluft gerade, mit diesem Herbstlicht und wie die Blätter von den Bäumen fallen. Leute, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Ich fühle diese Stimmung hier gerade so extrem. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das gerade so mega schön und Isabella will einfach nur raus in die Natur. Bei ihr zu Hause ist es ja ordentlich verdreckt. Und hier ist auch noch ein Fuchs. Hey, Haruto tritt in Isabellas Leben und alles geht nur noch aufwärts. Alles ist nur noch wunderschön und so magisch. Die werden jetzt gemeinsam auch diesen Fuchs hier betrachten. Ich kann nicht mehr, Leute. Isabella hat ihm jetzt auch gerade erzählt, dass sie ihre ersten Bücher veröffentlicht hat. Und er fragt sie auch, ob sie nicht müde ist. Isabella ist es nämlich schon über 24 Stunden wach. Die müsste eigentlich fast umfallen. Aber sie fühlt sich gerade einfach so wohl bei Haruto. Und er bringt sie jetzt auch noch zum Lachen, weil er sie gekitzelt hat. Ich kann nicht mehr.
Und offensichtlich knistert es ordentlich zwischen den beiden. Oh mein Gott. Das ging jetzt aber, können wir sagen, bitte von Haruto aus, weil er ist einer der mächtigsten und stärksten Magier überhaupt. Und deswegen hätte Isabella halt nie gedacht, dass sie eine Chance bei ihm hätte, vor allem, weil sie einfach so geblendet und verknallt von Marcel war. Aber Haruto hat jetzt den ersten Schritt gemacht und ist auf Isabella zugegangen, hat sie zum Lachen gebracht und die beiden sind sich da so näher gekommen, so Schulter an Schulter. Er kann sie ja auch mal massieren und Isabella ist ja auch nicht blöd. Die merkt da jetzt natürlich, dass er ordentlich mit ihr am Flirten ist. Ob er das Ganze nur so zum Spaß macht? Wer weiß, er ist der Oberste. Vielleicht verführt er öfter mal die jungen Magierinnen. Aber der Moment zwischen den beiden ist halt gerade einfach so sinnlich. Ja, das trifft's richtig gut. Ein sinnlicher Austausch ist das eben gerade. Und Haruto wird dir dann auch sagen, Isabella, ich habe noch nie so eine außergewöhnliche Magierin wie dich kennengelernt. Isabella ist ja unfassbar schlau und lernt so unglaublich schnell. Und damit hat sie ihn einfach so beeindruckt. Also er ist auch ziemlich hin und weg von der Isabella. Und zwischen beiden knistert es jetzt einfach so extrem. Und beide fühlen sich gerade so wohl, dass sie einander gar nicht mehr widerstehen können. Isabella massiert jetzt ihn sogar. Und die beiden werden jetzt ein Techtelmechtel haben. Und das ist Isabellas erstes Mal. Das weiß Haruto natürlich nicht, aber für Isabella fühlt sich das gerade einfach richtig an. Er wird sie jetzt nach oben führen in sein Schlafzimmer und dort wird Isabella dann eben ihr erstes Mal haben. Ah, oh mein Gott, Isabella, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß. Und wie sie einfach ihr erstes Mal haben mit einem der mächtigsten und stärksten Magier, die es halt gerade gibt, passt halt auch einfach so gut. Und es war sicher auch einfach wunderschön für Isabella. Freudig überrascht, dieses Techtelmechtel war einfach unvergesslich. Oh mein Gott, ich freue mich so sehr für Isabella, das glaubt ihr gar nicht. Und auch für Haruto war es unvergesslich. Ja, total zufrieden. Die beiden sind halt einfach emotional und geistig so auf einer Ebene. Also die verstehen sich einfach richtig, richtig gut. Ich gönne euch auch direkt ein zweites Mal, ganz ehrlich. Viel Spaß euch beiden. Isabella kann jetzt halt einfach nicht mehr genug bekommen. Und sie darf jetzt natürlich auch bei Haruto bleiben. Also sie muss jetzt nicht sofort gehen, was auf jeden Fall ein richtig gutes Zeichen ist. Dazwischen werden sie auch mal miteinander experimentieren und lernen und zaubern und er wird Isabella Dinge beibringen und sie wird ihm Dinge beibringen. Also das ist alles so richtig harmonisch gerade. Wir haben jetzt schon den nächsten Morgen. Also Isabella hat jetzt auch hier übernachtet und die beiden hatten unglaublich viel Spaß miteinander. Die letzten 24 Stunden haben offensichtlich immer noch ganz viel Spaß miteinander. Aber Isabella sollte eigentlich jetzt gleich mal zur Arbeit gehen. Oh no, die sollte schon längst bei der Arbeit sein. Aber sie ist halt ein bisschen abgelenkt. Ein bisschen sehr. Aber sie kann einfach nicht mehr genug bekommen von Haruto. Aber sie bekommt dann eine SMS von Ellie. Die hat eh schon die ganze Zeit probiert, sie zu erreichen, dass sie bitte unbedingt nach Hause kommen soll. Und deswegen werden wir uns jetzt von Haruto verabschieden. Warum hat er sich jetzt umgezogen? Das sah richtig cool aus, das Outfit. Na gut. Aber wir verabschieden uns jetzt mal von Haruto. Das wird Isabella sicher unglaublich schwer fallen. Wir werden ihn aber sicher auch bald wiedersehen. Aber Ellie klang wirklich sehr verzweifelt. Also danke, Haruto, für die schönen letzten Stunden. Und bis bald. Isabella ist jetzt wieder zu Hause und kann ihren Augen nicht trauen. Als allererstes trifft sie nämlich auf Lee, der natürlich mitbekommen hat, dass Isabella irgendwie verschwunden ist. Und Ellie direkt Bescheid gibt, dass Isabella wieder zu Hause ist. Isabella sieht jetzt nämlich durchs Fenster, dass Marcel bei ihr zu Hause auf sie wartet. Ja, der hat sich natürlich total Sorgen gemacht, wie sie nach dem Kurs weggerannt ist. Und er wartet jetzt schon die ganze Zeit hier auf Isabella. Und wir werden sie da jetzt mal reinschicken. Und Leute, ich sag's echt nur ungern. Aber laut den Regeln müssen wir unseren ersten offiziellen Partner auf der Arbeit kennenlernen. Und wir müssen ein Kind von ihm bekommen. Und Leute, ich schwör's euch, ich habe alles probiert. Wir lernen einfach niemand anderen mehr kennen, außer den Marcel. Ich habe das eine Woche lang jeden Tag auch probiert. Ich habe es dann auch dazwischen mal nicht abgespeichert, weil sie natürlich immer schlechter wird in der Karriere. Aber ich habe jeden Tag probiert, andere Leute kennenzulernen. Und sie lernt einfach niemanden anderen kennen, außer den Marcel. Also Isabella will nur den Marcel kennenlernen auf der Arbeit. Alle anderen sind ihr offensichtlich egal. Und deswegen müssen wir wohl früher oder später noch ein Kind von Marcel bekommen und vielleicht kurzzeitig mit ihm zusammen sein. Ja, falls ihr da irgendwelche Wünsche und Vorschläge habt, schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Und wie das Ganze weitergeht, das erfahren wir dann in der nächsten Folge.